Moin Leute, ich habe kürzlich über die Devilcore-Items berichtet und hier hat sich was geändert. Ihr braucht kein Kernleder, das heißt, ihr müsst nicht warten, bis MC offen ist. Dafür braucht ihr jetzt Essenz des Feuers. Also ihr könnt die zwei starken Items als Lederer jetzt schon herstellen. Vor allem sind sie geil, weil sie Feuerwiderstand haben. Und Feuerwiderstand wird sehr wichtig werden, vor allem für die höheren Schwierigkeitsstufen in MC. Gedroppt ist das Rezept übrigens bei King Mosh im Ungoro-Krater. Und wie gesagt, die Items sind sehr stark und vor allem geil, weil sie Feuerwiderstand haben. Wenn wir schon beim Thema Feuerwiderstand sind und ihr euch optimal für MC vorbereiten wollt, dann empfehle ich euch das Buchband der Widerstandsfähigkeit. Das könnt ihr in der brennenden Steppe bei dem NPC hier abgeben und ihr bekommt 20 Feuerwiderstand auf einem Bein- oder Kopfplatz, also insgesamt 40. Allerdings kann ich euch gleich sagen, die Dinger sind sehr teuer. Dieses Buchband kostet bei mir auf dem Server aktuell 120 Gold, also wirklich teuer, und ihr benötigt auch 30 Gold für die Abgabe der Quest plus die zusätzlichen Items, die hier genannt sind. Aber um alles rauszuholen, vor allem für MC, empfehle ich euch, die zwei Sachen auf jeden Fall zu verzaubern. Diese Bücher droppen übrigens bei höherstufigen Elite-Charakteren, also auch in Dungeons. In der Videobeschreibung ist ein Link über die Buchbände, also welche ihr abgeben könnt und was ihr dafür benötigt. Und jetzt die wichtigste Eilmeldung. Spieler haben vor ein paar Tagen die Versammlungssteine für die Worldbosse entdeckt. Endlich! Jetzt können wir uns endlich da versammeln, verdammt! Bevor waren Worldbosse nicht möglich. Wir konnten uns nicht versammeln. Wir konnten kein Raid zusammenstellen ohne diese Steine. Die scheinen ja wirklich viel Arbeit zu haben bei Blizzard, gell? Ja. Die Oni Prequest ist jetzt accountweit. Das heißt, ihr müsst sie nur einmal machen. Wenn ihr die Prequest von Onyx hier gemacht habt, dann könnt ihr bei Knappe Robe euch das accountgebundene Amulett holen. Und gute Nachrichten, vor allem für Krieger. Hier bekommen sie die Rune für ihren persönlichen Worldbuff. Und bei der Horde ist es in Orgrimmar, und zwar bei Aitrig. Dort könnt ihr euch das Drachenfeuer-Amulett holen, welches accountgebunden ist. Ansonsten gab es auch einen Nerf der Dunkelmondkarte Verfall. Und zwar wurde die Abklingzeit von 200 Millisekunden auf 3000 Millisekunden erhöht. Ich habe ja gesagt, ich werde zwei Fragen beantworten, die mir ein Zuschauer kürzlich gestellt hat. Vielen Dank hier auch an Yamchao. Liebe Grüße gehen raus. Die Fragen werde ich nicht in diesem Video beantworten, weil es einfach zu lange dauern würde. Ich werde die Arbeit diese Woche noch bearbeiten. Versprochen. Ansonsten wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.